süßen Puppis. Willkommen zur Nuttennachlese 2016. Ich habe mit dabei Gitti Reiner. Hallo. Und Devi Kügler. Hi. So, erzählt. Also erstmal ist die Jurassica leider out of order. Sie hat sich den schönen Abend so schön getrunken, dass sie jetzt gar nicht mehr weiß, wo oben unten ist. Ich hab getrunken heute schon wieder. Du brauchtest halt den Raum für dich. Das ist die Sekt auf Eisintoleranz. Was ist heute passiert? Weil ein neues Konzept. Es ist alles super neu, super toll und super langweilig. Wir haben Michalski statt Job. Das bedeutet irgendwie, wir haben ein Schlaganfallopfer in ganz in Weiß, der irgendwie denkt, dass er seine Couture, die er präsentiert... Michael Wendler, der Motor... So, pass mal auf, nein. Also, es gab irgendwie ganz 2000 Bewerberinnen. Ja, von den 2000 sind, glaube ich, 50 wurden auf so einen spontanen Catwalk geschubst und mussten mit ihren individuellen Super-Outfits sich präsentieren und was irgendwie sie darstellen wollen. Manche kamen irgendwie in Leggings oder haben sich ihre Schamhaare hochgeknotet oder waren so ganz ausgeflippt im Samba-Outfit sahen aus wie frisch aus der Sesamstraße importiert und es hat die Jury total begeistert und ja. Aber nur die Heidi. Die Heidi hat mit ihrem Katzenmund-Arschgesicht die ganze Zeit da gesessen und keine Miene verzogen. Ja. Aber der Thomas Hajo, der hat sich ja seit der letzten Staffel nicht mehr gewaschen. Ja. Und der hat da so in seinem Saft gesessen und in seinem Vorsaft, der hat ja schon wieder gewichst heimlich. Ja. Die 10 cm hoch gewichst. Ja. Und er hat sich natürlich gedacht, so geht die. Geil. Entschuldigung. Passt mal auf. Weil das Ding ist, ich liebe Germany's Next Topmodel, aber ich habe heute getrunken. Das wissen wir. Und ich kann eigentlich gar nichts erzählen, was heute passiert ist. Es ist nicht viel Wichtiges. Gitti, erzähl bitte was. Ja, also, auf jeden Fall Quintessenz, am Ende sind es 20 Nutten übrig geblieben. Und? Die mussten dann die High-Fashion-Couture... 24. High-Fashion-Couture. Genau, die tollsten Kostüme von Michalski, das waren so 2010, würde ich sagen, die mussten die auftragen und mussten dann halt über so einen ganz schlimmen Catwalk laufen und mussten da im Nebel irgendwie, da hatten sie die Ochsenknecht-Familie irgendwie. Ja, stimmt, ja. Die Ochsenknecht waren auch da, alle, ja. Alle 18, und die saßen alle im Publikum, die haben die komplette Halle ausgefüllt. Wow. Und die mussten sich da irgendwie halt eben entblößen und mussten da rumlaufen irgendwie im Nebel und was weiß ich. War furchtbar langweilig. War und danach langweilig. Mussten die Nutten nochmal laufen und dann haben nämlich Thomas Hajo und der Michalski haben nämlich gebuzzert und wollten die in ihrem Team haben, weil diesmal ist alles neu. Weil die haben gebettelt. Genau, Thomas Hajo gegen Michalski. Genau, es wird gebuzzert. Wer kommt in welches Team? Aber das Problem ist, der Michalski hat gebuzzert wie ein Bescheuerter. Und immer gesagt, du musst in mein Team kommen, du musst in mein Team kommen. Ja, alle beide. Genau, weil du kannst es tragen, was ich gemacht habe. Sieht super aus. Und dann haben Es lebt an dir, genau. Du hast auf einmal ein eigenes Leben. Und da war eine mit dabei mit so 10. Nein, nicht ja, nur das eine. War die Pferdefresse. Ja, die Pferdefresse. Wir haben diese Staffel sehr viele Mädchen mit sehr viel Zahnmaterial. Zahnmaterial und Zahnfleisch. Und sehr viel Zahnfleisch. Ja. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr langatmig, langweilig und am Ende haben sie dann bloß noch gesagt, wir fliegen jetzt irgendwie in zwei verschiedene Länder. Ja, aber sind ja zwei Teams. Ja, sind ja zwei Teams, genau. Wo fliegen die hin? Nach Lanzarote oder so. Und das andere Team habe ich nicht mehr verstanden, weil du dich fliegen irgendwo hast. Warm. Warm, auf jeden Fall Bikini, Nutten, Nein. Nackt. Und dann müssen die über die Dünen laufen. Tropical Island. Ja, Tropical Island. Komm mal rein hier. Tropical Island irgendwo, genau, irgendwo in Brandenburg. Okay. Und Heidi fliegt auf die Fresse, habe ich schon gesehen. Okay, toll. Heidi fliegt auf die Fresse. Oh, ich kann gar nichts mehr. Also, ihr süßen Mäuse, nächste Woche werde ich nüchterner sein. Wir sorgen dafür. Um ein Getränk nüchterner. Weil heute ging das gar nicht, weil ich musste mich betrinken. Was hat doch Tradition? Es hat Tradition. Beim ersten Mal Nutten gucken bin ich immer so total betrunken. Ihr süßen Mäuse. Das ist aber Sallys Schuld. Ja. Und das war's. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Es Leider. Gibt 20 Nutten. Und eine... 24 Nutten. Ja, stimmt. 12 und 12. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Weiter. Ja, im Internet, ihr süßen Mäuse, bis dann. Bye. Sharing is caring.